Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit und Propheten Muhammad. Wir bezeugen, dass es kein Gott gibt außer Allah. Wir bezeugen, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet ist, ist recht geleitet. Und für den wirst du niemanden finden können, der ihn in die Irre leitet. Und wer von Allah irre geleitet wird, der ist irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt zur Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Wir werden heute inshallah, liebe Geschwister, nachdem wir letzte Woche über die erste Hälfte von Surat al-Mutaffifin, Surah Nummer 83, gesprochen haben, heute über die zweite Hälfte dieser Surah sprechen. Und wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Surah grob wie folgt eingeteilt hat. Zuerst einmal, Surat al-Mutaffifin ist natürlich auf Deutsch übersetzt heißt es ungefähr die das Maß kürzenden. Wir haben lange darüber gesprochen, was Mutaffif bedeutet, und Allah subhanahu wa ta'ala selbst hat es in den darauf folgenden Ayat definiert, indem er uns beschrieben hat, dass es um Leute geht, die, wenn sie messen bei anderen Leuten, wenn es darum geht, dass sie etwas zu bekommen haben, dann verlangen sie volles Maß. Aber wenn sie anderen etwas geben sollen, dann messen sie zu ihren eigenen Gunsten weniger, als eigentlich sein sollte. Und wir haben auch gesagt, dass es nicht um das Messen mit Hohlmaßen geht, sondern es geht allgemein. Und wir haben gesprochen auch über das Verhältnis zwischen einem Mann mit seiner Ehefrau, Vater mit Sohn und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, die Sura grob eingeteilt haben, wie gesagt, es geht erstmal um eine Sünde, die manche Menschen begehen. Das sind diejenigen Menschen, die natürlich nicht daran glauben, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala beobachtet werden. Sie denken, dass wenn sie ihre Gewichte zum Beispiel mit ihren Gewichten betrügen, das heißt damals, wir haben gesagt, man hat Steine verwendet zum Messen, genormte Steine, 1 Kilo Steine oder mehr oder weniger. Und sie haben einfach Steine benutzt, die eben nicht 1 Kilo schwer waren, aber trotzdem haben sie dann für 1 Kilo verkauft und haben dafür mehr Geld eingenommen, als eigentlich ihnen zusteht. Diese Sünde ist eine Sünde, die in der Regel von Menschen gemacht wird, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben. Allah spricht über die Sünde erst einmal. Dann spricht er subhanahu wa ta'ala über den Ausgang dieser Sünden. Und wir haben über Sijjin gesprochen und über den Ort der Hölle gesprochen. Und danach, Allah subhanahu wa ta'ala spricht über die gläubigen Menschen. Die gläubigen Menschen und ihren Ausgang. Und der letzte Teil der Sura ist wieder ein Rückblick oder sozusagen eine Rückkehr in das Diesseits zurück, damit man unterscheiden kann, damit man diese Menschen, die diesen schlechten Ausgang bekommen werden, dass man sie wirklich erkennen kann, an welchen Eigenschaften man sie erkennen kann. Diese Phasen der Sura, vielleicht sind es 4 Phasen insgesamt, wir haben den Anfang erzählt, und heute werden wir inshallah ta'ala weitermachen über die rechtschaffenden Menschen. Wir haben erfahren über den Ausgang der Übeltäter, über den Ausgang der Verbrecher, über den Ausgang der Betrüger, und heute wollen wir über den Ausgang der Abrar sprechen. Die Abrar sind die rechtschaffenen Menschen, die ehrlichen Menschen. Zunächst einmal lesen wir die Ayat, die wir heute, oder ist besser, wir lesen sogar die ganze Sura, damit wir den Überblick haben, was wir letztes Mal bereits gesagt haben. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wehe denen das Maß kürzenden, die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, sich volles Maß geben lassen. Wenn sie ihnen aber zumessen oder wägen, Verlust zufügen.
Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden zu einem gewaltigen Tag am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen? Keineswegs. Das Buch der Sittenlosen ist wahrlich in Sijjin. Und was lässt sich wissen, was Sijjin ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen. Wehe an jenem Tag den Leugnern, die den Tag des Gerichts für Lüge erklären. Und nur derjenige erklärt ihn für Lüge, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, es sind Fabeln der Früheren. Keineswegs. Vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen angesetzt. Keineswegs. Sie werden von ihrem Herrn an jenem Tag bestimmt abgeschirmt sein. Hierauf werden sie bestimmt dem Höllenbrand ausgesetzt sein. Hierauf wird gesagt werden, das ist das, was ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Keineswegs, das Buch der Frommen ist wahrlich in Illiyin. Und was lässt sich wissen, was Illiyun ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen, in das die Allah nahegestellten Einsicht nehmen. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein. Auf überdachten Liegen gelehnt und blicken um sich, du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben, dessen Siegel Moschus ist, und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen, und dessen Beimischung Tasnim ist, aus einer Quelle, aus der die Allah nahegestellten trinken. Gewiss, diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben, und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern. Und wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehrten, kehrten sie zurück, indem sie es sich wohl sein ließen. Und wenn sie sie sahen, sagten sie, diese gehen fürwahr in die Irre. Dabei waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden. Heute aber lachen diejenigen, die glauben, über die Ungläubigen. Auf überdachten Liegen gelehnt und blicken um sich, sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten? Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, dass er unseren Iman stärkt, unsere Sünden vergibt, uns Einsicht gewährt und uns die Kraft gibt, diese Ayat nicht nur zu verstehen, sondern auf beste Art und Weise umzusetzen und uns auszuleben. Wie gesagt, haben wir die ersten 17 Ayat beim letzten Mal besprochen und deswegen steigen wir direkt bei der 18. Ayat ein, in der es übersetzt direkt heißt, keineswegs, das Buch der Frommen ist wahrlich in Illiyin. Der Ausdruck auf Arabisch Kalla, was übersetzt worden ist mit keineswegs, da soll auch, das, manche Tafsir-Gelehrten gesagt haben, damit soll ausgedrückt werden, dass ihre Behauptung, die sie aufgestellt haben, nicht wahr ist. Keineswegs. Also es ist auf keinen Fall so, wie diese Menschen denken, dass es ist. Vielmehr ist es so, dass die gottesfürchtigen Menschen, die Abrar, Abrar ist der Plural von Bar oder Bir, Entschuldigung, Bar, Ba Alifra, Plural von Bar, und Bar oder ist eine Person, die ehrlich ist, Sadiq und Salih, Rechtschaff. Also damit sind die Frommen gemeint, wie es mit Fromm übersetzt, oder die Rechtschaffenen oder die ehrlichen Menschen. Das Buch der Rechtschaffenen ist wahrlich in Illiyin. Das Buch, haben wir gesagt, genauso wie bei das Buch der Verbrecher, beziehungsweise das Buch der Sittenlosen, ist in Sijjin. Gemeint ist das Buch ihrer Taten, und auch was wir vorhin gesagt haben mit, oder was wir im letzten Mal gesagt haben über Kitab, wir haben gesagt, das Wort Kitab auf Arabisch kommt vom Verb Kataba, und Kataba bedeutet in der Regel schreiben, ja, aufschreiben, aber ursprünglich gesehen bedeutet es Jama'a, das heißt zusammenfügen.
zusammenlegen. Und deswegen ein Buch heißt Kitab, weil dort viele Themen oder Abschnitte oder Seiten oder Worte aneinandergereiht und gefügt werden. Und deswegen kann man das Wort Kitab, auch wie manche Tafsir-Gelehrten das gesagt haben, auch mit Versammlung übersetzen. Das heißt, die Versammlung der Sittenlosen ist wahrlich in Sijjin. Und die Versammlung der Rechtschaffen ist wahrlich in Illiyin. Aber die übernächste Ayah bei beiden Stellen weist deutlich darauf hin, dass hiermit ein tatsächliches Buch gemeint ist, in dem Sinne, wie wir es verstehen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala selbst gesagt hat, also keineswegs, das Buch der Frommen ist wahrlich in Illiyin, und was lässt sich wissen, was Illiyun ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen. Insofern Allah subhanahu wa ta'ala in der Ayah, Kitabun Marqum, es ist ein Buch mit festen Eintragungen, hat uns erklärt, was mit dem Buch gemeint ist. Das heißt also noch einmal, wie wir bei den Ayat 7, 8 und 9 gesagt haben, das gleiche gilt für die Ayat 18, 19, 20. Das Buch der Frommen ist wahrlich in Illiyin, und dann Allah sagt es, das heißt das Buch, und nicht Illiyun, wie manche Leute, wie man vielleicht denken könnte, gemeint ist das Buch, es, das Buch ist ein Buch mit festen Eintragungen. Und Illiyun und Sijjin, das sind Ortschaften. Und nicht das Buch. طيب. Wie dem auch sei, das Wort Illiyun oder Illiyin, es ist beides das gleiche. Das ist nur im Arabischen ein anderer Kasus, ein anderer Fall. Ja. Also der Nominativ, der Nominativ von Illiyun ist Illiyun, und man könnte sagen, der Genitiv oder der eine andere Form des Wortes Dativ, Akkusativ, ja, ist Illiyin. Das heißt, es ist einfach im Arabischen ist eine Form des Plurals, dass man ein Wow und ein Nun hinzufügt. Illi wird zu Illiyun, oder Illiyin, ja, Nun hinzugefügt. Das ist einfach ein anderer Kasus. طيب, wie Muslimun und Muslimin. Das ist beides das gleiche, ein anderer Fall. Wie dem auch sei, Frage ist, was bedeutet das Wort Illiyun oder Illiyin? Im Arabischen kommt es her vom Wort Ulu. Al-Ulu ist die Höhe. Die Höhe. Insofern hat dieses Wort irgendwas mit der Höhe zu tun. Und das Wort Illiyun, man kann sagen, es ist der Plural von Ali. Ali heißt hoch. Also der Name Ali, es kommt von diesem Begriff hoch. Das ist derjenige, der inshallah an einem hohen Ort sein wird. Und Ali, der Plural von Ali ist dann, eine Pluralform davon ist eben Illiyun, mit der Kesra dann statt einer Fatha beim Ein. Und im übertragenen Sinne, oder was damit gemeint sein soll, sind die hohen Ortschaften. Al-Amakin Al-Aliyah. Illiyun sind die höchsten oder die hohen Ortschaften. Al-Amakin al-Murtafi'a, sagt man auf Arabisch. Und Allah subhanahu wa ta'ala betont diese Sache, diese besondere Ortschaft, über die wir uns, von der wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns gewährt, dass wir auch in diese Ortschaft gelangen. Diese Ortschaft, Illiyun, Allah sagt, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Illiyun. Das heißt, was lässt sich wissen, was Illiyun ist? Ja, in dem Sinne, was lässt sich wissen. Das ist etwas ganz Besonderes, das mit Worten unbeschreibbar ist. Mit Worten, die wir verstehen, unbeschreibbar ist. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies Dinge uns erschaffen hat, an die noch nie ein Mensch gedacht hat. Also, das heißt also, sie können nicht mit unseren Worten beschrieben werden, oder sie können, aber sie wurden nicht mit unseren Worten beschrieben. Insofern bleibt es deinem eigenen Gedanken, was du darüber denken möchtest. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das für die gläubigen Diener bereitet. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu hat einmal Ka'b al-Ahbar rahimahullah. Ka'b al-Ahbar ist ein jüdischer Gelehrter gewesen,
der zur Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu den Islam angenommen hat. Das heißt, er gilt als Muhadram. Das heißt, er hat den Propheten sozusagen erlebt oder beziehungsweise zu seiner Zeit gelebt, aber er war nicht Gläubiger zu seiner Zeit, sondern erst später hat er den Islam angenommen und so hatte er viel Wissen gehabt über die Tora, weil er ein jüdischer Gelehrter war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erlaubt über die Geschichten, hat uns erlaubt über die Kinder Israels zu berichten, solange sie uns nichts erzählen, was unserer Religion widerspricht. Und Abdullah ibn Abbas fragte Ka'b al-Ahbar über Illiyun. Und das weist darauf hin, weil es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten, ob Abdullah ibn Abbas diese sogenannten israelischen Geschichten erfahren, Israeliyat, aber diese Belief hat er nicht. Und dieser Bericht weist darauf hin, dass er das sehr wohl teilweise gemacht hat. Und er fragt ihn, was ist mit Illiyun gemeint? Er sagte, dass hier As-Sama'u As-Sabi'ah wa fiha Arwahu Al-Mu'minin. Das heißt, mit Illiyun ist der siebte Himmel, also der höchste Himmel, ist der siebte Himmel und darin befinden sich die Seelen der gläubigen Menschen. Und das Gleiche sagte auch Mujahid, rahimahullah, Mujahid ibn Jabr, einer der berühmten Schüler von Abdullah ibn Abbas, ist wohl sehr naheliegend, dass er es von seinem Lehrer gelernt hat. Er sagte auch, den Teil, der mit Illiyun ist der höchste Himmel gemeint. Und ist auch die Aussage von laut Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, ist unter Übereinkunft der Tafsir-Gelehrten, ist damit eben die höchste Stelle gemeint, die es gibt. Und das ist nun einmal der siebte Himmel, weil wir darüber hinaus nichts wissen, an dem wir uns irgendwann mal aufhalten könnten. Und Ka'b al-Ahbar sagte in einer anderen Überlieferung, und das widerspricht nicht der ersten Überlieferung, aber etwas anderes, sagte über Illiyun, Qa'imatul Arsh al-Yumna. Al-Arsh ist der Thron, Allah subhanahu wa ta'ala, und ein Thron hat, ein Thron ist ja auf Arabisch sagt man Sarirul al-Malik, das heißt das Bett des Königs. Und jeder Thron oder Stuhl hat Füße, richtig, auf das er steht. Und Ka'b al-Ahbar sagte, dass Illiyun ist der rechte Fuß des Thrones. Ist der rechte Fuß des Thrones. Allah weiß am besten Bescheid. Also ist auf jeden Fall, wie gesagt, egal welchen Tafsir du nimmst, du findest, dass es die höchste Stelle ist, die man sich jemals vorstellen kann. Allah sagte, Kitabun Marqum. Das heißt, es ist ein Buch mit festen Eintragungen. Das gleiche wie bei Sijjin. Das bedeutet, es ist ein Buch, wo festgeschrieben steht, wer dorthin gerufen wird und wer diese Ortschaft betreten wird. Kein Mensch kann etwas daran verändern. Wer von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt worden ist, ins Paradies zu gehen, du wirst niemand das ändern können. Und umgekehrt genauso. Es ist ein Buch mit festen Eintragungen, in das die Allah nahegestellten Einsicht nehmen. Qatada rahimallah sagte, damit sind die Engel gemeint. Und andere Tafsir-Gelehrten sagten auch, damit sind die Engel eines jeden Himmels gemeint. Das heißt, dass sie Einsicht nehmen in dieses Buch, in dem die Taten, die Namen dieser rechtschaffenen Diener fest eingetragen sind und diese Schriften bewahren. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein. Im Arabischen heißt es Innal Abrara lafi na'im. Das Wort Na'im im Arabischen, was im Deutschen mit Wonne übersetzt worden ist, steht im unbestimmten Artikel. Das heißt, genau übersetzt, wenn man es wortwörtlich machen würde, würde man sagen, die Abrar, die Rechtschaffenen, die Frommen, die Ehrlichen, sind in einer Wonne. Und im Arabischen, dieser unbestimmte Artikel, was heißt unbestimmter Artikel? Das heißt, man nicht sagt in der Wonne, sondern in einer Wonne. Wenn man sagt in einer Wonne, dann könnte man denken, einer von vielen Wonnen, irgendeiner.
Aber es bedeutet im Arabischen dieser Stelle etwas anderes, im Gegenteil. Es bedeutet, dass es eine ganz besondere Wonne ist. Und diese Eigenschaft Besondere ist weggelassen worden, weil sie ist unbeschreiblich großartig. Das heißt, sie befinden sich in einer Wonne. Stell dir vor, was du möchtest, es wird deine Vorstellungen übersteigen. Sie befinden sich in einer, Klammer auf, unbeschreiblichen, Klammer zu, Wonne. Das soll mit diesem Ausdruck, unbestimmten Artikel im Arabischen ausgedrückt werden. Und das finden wir im Koran al-Karim oft. Und hier erkennt man auch, wie gut die Übersetzer übersetzen. Ob sie solche Bedeutungen in der deutschen Sprache wiedergeben oder ob sie solche Bedeutungen dem deutschen Leser unterschlagen. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein, auf überdachten Liegen gelehnt und blicken um sich. Das ist eine von vielen Situationen, die die Gläubigen am Tag der Auferstehung durchmachen werden, aber es weist darauf hin, dass sie keine Mühe leisten müssen, ja, sie müssen sich gar nichts abmühen, sondern sie werden, ihnen wird gedient. Warum? Weil die Mühe haben sie sich genug in diesem Leben schon gegeben und im Jenseits, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie dafür sorgen, dass sie bedient werden und sie werden einfach liegen, gelehnt, das heißt, sie genießen die Situation, während die anderen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon bewahren, gequält werden, aber sie genießen es und liegen auf überdachten Liegen, also auch die Sonne, die manche Leute zum Schweißbaden bringt, sie werden davor geschont sein. Und sie blicken um sich, manche Gelehrte sagen, sie blicken um sich, das heißt, sie schauen an, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen alles an Wohltaten gönnt und geschenkt hat. Und sie genießen den Anblick. Und andere Gelehrte, und das widerspricht nicht dem, wie wir gesagt haben, immer, wenn wir verschiedene Erläuterungen hören, die beide passen, sprachlich gesehen, sich nicht gegenseitig ausschließen, dann haben wir keinen Grund, nur einen Tafsir zuzulassen, den anderen zu verwerfen. Nee, wir sagen, wenn eine Ayah mehr als eine Bedeutung zulässt, gemäß den Regeln des Tafsir, ganz wichtig, gemäß den Regeln des Tafsir, dann haben wir nichts gegen einzuwenden, dass beide Interpretationen akzeptabel sind. Eine weitere Erläuterung, sie blicken um sich, das heißt, sie beobachten, wir können uns auch bewahren, die Höllenbewohner. Sie beobachten die Höllenbewohner und wie Allah nämlich danach beschrieben hat, sie genießen den Anblick, dass diese Menschen, die sich in diesem Leben über sie lustig gemacht haben, jetzt sie machen sich über sie lustig und wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Und wir lesen nämlich an anderer Stelle im Koran al-Karim, dass das nämlich der Fall ist, dass die gläubigen Menschen die Höllenbewohner, wann sie wollen, sehen können und anschauen können. Und zwar heißt es in Surat As-Saffat, Surah Nummer 37, in der 50. Ayah, sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig, einer von ihnen sagt, gemeint ist jetzt im Paradies. Die einen Gläubigen sprechen mit den anderen. Einer von ihnen sagt, gewiss, ich hatte einen Gesellen. Das heißt, ich hatte jemanden, mit dem ich in diesem Leben immer meine Zeit, er hat sich irgendwann nach wie vielen Millionen Jahren, Allahu A'lam, erinnert er sich daran, in diesem Leben, in Dunya, damals, da war doch jemand, der mit mir immer sehr viel Zeit verbracht hat. Wie heißt er nochmal? Das war doch der Sohn so. Was ist eigentlich mit dem passiert? Wo ist er denn? Ja? Ich hatte doch einen Gesellen, der sagte, der immer, dieser hat er immer gesagt, gehörst du wirklich zu denjenigen, die es für wahr halten? Gehörst du wirklich zu denjenigen, die glauben? Er hat sich über mich immer lustig gemacht in diesem Leben. Glaubst du wirklich daran, dass es ein Leben gibt nach dem Tod? Wenn wir gestorben, 53 Ayah in Surat As-Saffat, Surah 37, Seite 448. Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich vor Gericht gestellt werden? Und dann sagt ein anderer, jemand anderer, sagt dann zu ihm, wollt ihr denn nicht schauen? Schaut doch rüber. Schaut doch rüber und du wirst sehen. Er schaut selbst hin und sieht ihn mitten
im Höllenbrand. Möge Allah davor bewahren. Das heißt also, der gläubige Mensch, wenn er will, im Jenseits, er wird Einblick haben auf die andere gegenüberliegende Seite. Und dann den Tafsir zu diesen Ayah werden wir inshallah ein anderes Mal schauen, wenn wir mal zu Surah As-Saffat kommen. Möge Allah ta'ala uns ein langes Leben gewähren mit vielen guten, rechtschaffenen Taten, solange es für uns gut ist, inshallah. Tayyib. Es ist ein, wo waren wir stehen geblieben? Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein, auf überdachten Liegen gelehnt und blicken um sich. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Gibt noch eine Sache über Illiyin im Vergleich zu dem Wort Sijin. Manche Gelehrte haben auch gesagt, dass Illiyun ist der Ort, der große und weite Ort. Und das ist auch eine Tatsache. Der ist zwar ganz oben, aber da ist weit alles, ist weit, ein weiter Ort. Platz für jedermann, der dorthin kommt, weil das Wort Sijin, haben wir gesagt, eine der Bedeutungen von Sijin ist ein enger Ort. Und im Gegenteil dazu natürlich den Gläubigen wird ein weiter Ort beschert werden. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Das Strahlen der Glückseligkeit erkennt man in ihren Gesichtern. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben. Im Arabischen, yusqawna min rahiqin makhtum. Nektar erst einmal, der ihnen zu trinken gegeben wird, eine Flüssigkeit, die wohl die meisten Gelehrten ausgelegt haben als Wein. Rahiq ist nichts anderes als eine Art Wein, und das auch, wie gesagt, in mehr als einem Tafsir ausgelegt worden. Also mehr als ein Gelehrter des Tafsir hat das auch so ausgelegt. Unter anderem Abdullah ibn Abbas, wie es in Sahih Bukhari überliefert worden ist. Insofern, Rahiq ist ursprünglich gesehen ein Getränk, ein reines Getränk, in dem nichts anderes vermischt ist. Also kein anderer Schmutz ist darin vermischt. Es kann sein, wenn du ein Getränk wie Honig findest, dass er nicht ganz reiner Honig ist und dann da ist noch andere Sachen mit vermischt, Staub oder ähnliches. Aber der Nektar der Paradiesbewohner, dieses Getränk ist ein reines Getränk, und damit soll der Wein gemeint sein, der auch nichts beinhaltet, das einen irgendwie bestutzt macht, einen irgendwie betrunken macht. Und dieser Nektar oder dieses Getränk, dieser Wein, der den gläubigen Menschen zu trinken geben wird, er ist versiegelt. Machtum, Khatama heißt schließen, und es ist verschlossen. Und was soll damit ausgedrückt werden? Damit ausgedrückt werden mindestens zwei Sachen. Erstens einmal, niemand zuvor hat dieses Getränk bekommen. Es wurde von niemandem vorher aufgemacht. Du bist der Erste, der das bekommt und öffnen darf. Und die zweite Sache ist, wenn ein Getränk, das sehr gut riecht, gut verschlossen ist, dann geht auch nichts von seinem Aroma verloren. Ja? Und der gläubige Mensch, Allahu A'lam, was er empfinden wird, wenn er dieses Getränk öffnet und nur daran riecht. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch in der darauf folgenden Ayah, Khitamuhu Misk. Khitamuhu Misk. Das heißt, übersetzt heißt es hier, dessen Siegel Moschus ist. Khatama, haben wir gesagt, heißt beenden. Das heißt, Al-Khitam ist das Ende. Und dessen Ende ist Moschus. Moschus, wissen wir, ist eines der teuersten Arten von Parfüm, das es überhaupt gibt. Ja? Weil man versucht es natürlich künstlich herzustellen, aber ursprünglich wird so ein Moschushärchen gewonnen. Und heutzutage in manchen, also diese Tiere sind vom Aussterben bedroht. Deswegen, manche erlauben nicht einmal mehr, dass, also ich sage, manche Länder stellen dieses Tier unter Naturschutz, weil dieses Tier vom Aussterben bedroht ist. Und dieser Moschus, der von diesen Moschushirschen gewonnen wird, ist
ist das vielleicht eines der wertvollsten Parfüme, die es überhaupt gibt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala das erwähnt als Belohnung für die Paradiesbewohner. Wie dem auch sei, dessen Ende ist Moschus. Das heißt, das Ende dieses Getränkes, dieses Nektars. Gemeint ist, wenn du davon trinkst, dann das Letzte, was du davon zu riechen bekommst, zu spüren bekommst, ist Moschus. Ja? Das heißt, du trinkst reinen Nektar und wenn das Glas dann fertig ist, dann kriegst du noch den Geruch von Moschus hinterher. Und das ist eine, natürlich eine Wohltat Allah subhanahu wa ta'ala, die man sich nicht vorstellen kann. Möge Allah uns davon zu trinken geben, damit wir wissen, wie das schmeckt. Es reicht aber zu wissen, dass Allah azza wa jall gesagt hat in dieser Aya, und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen. Und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen. Das heißt also, dieser Nektar, dieser Wein, dieses eine Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits für die gläubigen Menschen ist Grund genug, mit allen anderen Menschen darum zu wetteifern und zu wettkämpfen. Ja, dies ist eine Sache. Das heißt, du kannst alle Getränke in diesem Leben vergessen im Vergleich zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala einem gläubigen Menschen bescheren wird, möge Allah uns davon zu trinken geben. So sehr, dass du die Wonne in den Gesichtern dieser gläubigen Menschen erkennst, die von diesem Getränk trinken werden. Wie es in der 24. Ayah heißt. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Du kennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Und einer anderen Lesart von Abu Ja'far und Ya'qub heißt es Tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im. Das heißt also sinngemäß übersetzt, man erkennt. Das ist im Passiv, was man im Deutschen aber mit unpersönlichen Fürwort übersetzen würde. Man erkennt an ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen und nicht um etwas anderes, Weltliches, Vergängliches. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon gesagt hat, dass sogar die Stelle, die so groß ist, wie eine Peitsche einnimmt, besser ist als das Diesseits und alles, was es darin gibt. Eine Peitsche ist was ganz Dünnes, Langes. Diese Stelle im Paradies, wenn du nur so viel bekommen würdest im Paradies, ist das besser für dich als das Diesseits und alles, was es darin gibt. Deswegen stellt euch mal vor, man verpasst so etwas. Ja, man bekommt, Allahu a'lam, wie viel Quadratmeter im Paradies einem gewährt wird, aber man hätte noch mehr bekommen können. Und egal, was du mehr bekommst, es ist wertvoller, nur das, was du zusätzlich bekommen würdest, ist wertvoller als diesseits, was daran gibt. Was ist dann mit jemandem, der sein Jenseits verkauft, für irgendwas Weltliches, Vergängliches, wegen einem Schwur, den er gemacht hat, oder wegen einer Frau und einer Beziehung, die eingegangen ist, oder wegen Zinsen, die er genommen hat, um irgendein Haus zu kaufen, das irgendwann mal zusammenfallen wird, spätestens wenn er gestorben ist. Oder der irgendeine verbotene Sache in diesem Leben begeht und dafür, wal'iyadhu billah, sein Jenseits verkauft, weil er zum Beispiel seinen Eltern gegenüber ungehorsam ist oder sein Gebet vernachlässigt oder etwas anderes. Und dessen Beimischung Tasnim ist. Tasnim bedeutet im Arabischen auch bedeutet Al-Irtifa' etwas Hohes. Und deswegen heißt auch der Kamelhöcker im Arabischen Sinam. Der Kamelhöcker heißt im Sinam, weil das ist das Höchste ist an diesem Tier. Und Tasnim ist eben der Name einer Wasserquelle, die hoch angelegt ist im Paradiesgarten. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala legt das auch so sinngemäß aus, wie es in Sahih al-Bukhari überliefert worden ist, Ya'lu Sharab Ahlil Jannah. Das heißt, es ist das Getränk, das hoch angelegte Getränk der Paradiesbewohner. Und über den Geschmack kann uns nur jemand berichten, der davon zu trinken bekommen hat.
aus einer Quelle, aus der die Allah nahegestellten trinken. Aus einer Quelle, aus der die Allah nahegestellten trinken. Wir lernen aus diesen Ayat, dass es offensichtlich zwei Arten von Getränke gibt. Vielleicht diejenigen, die die Ayat vorher gelesen haben und verinnerlicht haben, ihnen das aufgefallen, dass Allah subhanahu wa ta'ala erstmal sagt, über die Paradiesbewohner allgemein, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْك. Das heißt, ihnen wird aus einem versiegelten Nektar zu trinken gegeben, dessen Ende Moschus ist und dann dessen Beimischung ist Tasnim, dessen Beimischung ist Tasnim, also du hast den Nektar gemischt mit Tasnim, das Ende davon ist Moschusgeruch. Und dann sagt Allah, Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Er redet jetzt subhanahu wa ta'ala von Tasnim, von der Wasserquelle Tasnim, von der die Allah nahegestellten trinken. Was heißt das? Das heißt offensichtlich, dass die Allgemeinheit der Paradiesbewohner, sie bekommen ein Gemisch. Sie bekommen ein Getränk, mit dem Tasnim beigemischt ist. Aber die Allah nahegestellten, die allen anderen vorausgeeilten Menschen, sie bekommen reines Tasnim zu trinken. Und was lässt sich wissen, was dieses reine Tasnim ist? Allahu a'lam. Nur Allah uns davon zu trinken geben. Das heißt, auch bei den Paradiesbewohnern, da gibt es Stufen. Und nicht alle kriegen das gleiche zu trinken. Der eine kriegt ein bisschen Aroma und der andere kriegt die volle Portion sozusagen. Und das ist wie gesagt auch die Auslegung von Abdullah ibn Mas'ud und Qatada und anderen Gelehrten des Tafsir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein. Nachdem wir berichtet bekommen haben und in Gedanken gelebt haben mit den Leuten des Paradieses und die diesen großen Sieg errungen haben, berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala wieder, erinnert uns daran, dass wir sind nicht dort. Und wir haben noch kein Tasnim und kein Rahiq und die Sachen haben wir noch nicht alle, aber inshallah bekommen wir das. Jetzt kehren wir zurück ins Diesseits, damit wir von Allah subhanahu wa ta'ala beruhigt werden und daran erinnert werden, dass ja, wir sind diejenigen, inshallah ta'ala, die das bekommen werden. Und die anderen, die das nicht bekommen werden, die davon weit entfernt sein werden, denen diese Getränke verboten werden werden, das sind die mit den folgenden Eigenschaften, und die wir sehr deutlich in diesem Leben erkennen werden. Denn die ungläubigen Menschen und ihre Eigenschaften und die Feinde des Islams und ihre Eigenschaften sind immer die gleichen. Die wiederholen sich immer wieder. Und deswegen, wenn du den Koran Karim liest, auch nach 1400 Jahren seiner Offenbarung, du erkennst immer wieder die gleichen Menschenarten. Warum sollten die Menschenarten auch anders sein, wenn Iblis der gleiche ist, der sie in die Irre geleitet hat? Allah sagte subhanahu wa ta'ala, ich lese direkt die Übersetzung natürlich vor, gewiss diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben. Und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über diejenigen, die Schirk machen. Die Übeltaten begangen, denn die größte Übeltat überhaupt ist der Schirk. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, obwohl er derjenige ist, der einen erschaffen hat. Diese Menschen und auch diejenigen, die andere große Sünden begangen haben, die sie aus dem Islam geworfen haben, gewiss diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben. Wie es auch über Nuh a.s. Nuh a.s., der ein Schiff gebaut hat, weil Allah subhanahu wa ta'ala auch eingegeben hat, dass er das Schiff bauen soll, denn bald kommt eine Flut und wird alle Menschen vernichten.
außer diejenigen, die mit ihm auf das Schiff gegangen sind. Und die Leute haben sich über ihn lustig gemacht. Sinngemäß, brauchst du ein Schiff? Wo ist das Meer? Wo ist das Meer? Bist du verrückt geworden? Nach diesen ganzen Erzählungen, bist du jetzt endlich überzeugt davon, dass du selbst verrückt bist? Fängst an, ein Schiff zu bauen, obwohl es nicht mal Wasser gibt? Und er musste diesen Spott ertragen. Und auch die gläubigen Menschen, sie leben für das Jenseits. Und andere wundern sich über sie. Du verschwendest deine Zeit, du gehst in die Moschee, betest. Dein Gebet wird doch sowieso nicht erhört. Du spendest dein Geld, verschwendest es, gibst andere Leute, gibst doch lieber für dich selbst aus. Und so weiter und so fort. Sie machen sich lustig über die Gottesdienste der gläubigen Menschen. Und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern. Das sind sie, guck mal, wie sie ihr Leben verschwenden. Und wenn sie, wie sie glauben, an ein Leben nach dem Tod, nach dem Ende, wir sterben alle und wir sind alle am gleichen Ort. So sagen sie. Wie manche von ihnen sagen, du wirst lachen, oder ich werde lachen eines Tages, wenn wir alle an der gleichen Stelle sind. Sie denken so. Sie vergessen das, oder sie haben eben keinen Glauben an das nächste Leben. Aber, Vorsicht, die Belohnung und die Bestrafung ist von gleicher Art wie die Tat, die sie gemacht haben. Deswegen, weil sie über diejenigen, über die gläubigen Menschen zu lachen pflegten und sie einander zuzuzwinkern pflegten, wird mit ihnen genau das Gleiche gemacht werden. In der 31. Ayah sagt es, heißt Allah, heißt es im Koran, und wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehrten, kehrten sie zurück, indem sie es sich wohl sein ließen. Das heißt, bei den Gläubigen, sie machten mit ihnen Spott, sie lachten über sie, haben sich über sie schlecht ausgelassen, und wenn sie zu ihren Familien zurückkehrten, ließen sie es sich wohl ergehen. Das heißt, sie haben nicht einmal ein schlechtes Gewissen gehabt. Und warum ließen sie sich es wohl ergehen? Ja, weil sie nicht daran geglaubt haben, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, sie haben gedacht, dass niemand sie beobachtet. Und deswegen haben sie kein schlechtes Gewissen gehabt, während sie diese Sünden begangen haben. Deswegen, hast du das gemeint mit, sie ließen es sich wohl ergehen. Weil wenn du eine Sünde begangen hast, du bereust die Sünde. Aber wenn du nicht an das Jenseits glaubst, du glaubst, vielleicht schlägt dir jemand noch auf die Schulter, oder klopft dir auf die Schulter, was er gesagt, und sagt, hast du gut gemacht. Ja? In Wirklichkeit, er weiß nicht, dass sein Herr, subhanahu wa ta'ala, mit ihm zornig ist. Und das ist natürlich ein großer Irrtum. Und wenn sie sie sahen, sagten sie, diese da gehen fürwahr in die Irre. Wenn sie, die Ungläubigen, sie, die Gläubigen, sahen, wenn die Ungläubigen die Gläubigen sahen, sagten sie, das heißt, sagten die Ungläubigen über die Gläubigen, diese da gehen fürwahr in die Irre. Inna ha'ula ila dalun. Dalun ist wie ein Fatiha dalin, wie ich vorhin erklärt habe, ist ein die gleiche Plural. Dal ist der Irregehende und oder der Dinge, der verloren ist. Dallah ist das verloren gegangene Tier. Und Dallun, Dallin ist beides der Plural von Dall, der Irregehende. Sie sagten, das sind die Dallun, das sind die Irregehenden. Subhanallah. Und in dieser Ayah erkennt man deutlich, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir keine Rechtleitung gibt, das heißt, keinen Koran gibt, an dem du glaubst, keine Sunna vorgibt, an der du dich hältst, dann du verdrehst die Maßstäbe. Du verdrehst alles. Das Gute siehst du als schlecht und das Schlechte siehst du als gut. Macht euch bewusst, wer spricht? Geht um die Ungläubigen. Um welcher Zeit? In erster Linie um diejenigen zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir gesagt haben, nach manchen Tafsir-Gelehrten, wie Ibn Abbas überliefert, ist ja dieser Teil ab dieser Ayah, die wir gerade lesen, ab der Teil, die Übeltäter pflegten über die Gläubigen zu lachen. Manche Gelehrten sagen, dass dieser Teil ist mekkanisch. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es geht um die Ungläubigen der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann im Nachhinein geht es um jeden Ungläubigen, der die gleichen Eigenschaften hat. Aber in erster Linie geht es um die der Zeit damals. Sie sagen das über wen? Über wen sagen sie, die sind irregeleitet?
Über diejenigen Menschen, die am besten recht geleitet sind. Über diejenigen Menschen, die, wenn sie nicht recht geleitet sind, dann gibt es niemanden, der recht geleitet ist. Es geht um Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und die Sahaba radiallahu anhu. Die, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, dass er mit ihnen zufrieden ist und dass sie zweifellos recht geleitet sind. Das heißt also, wenn man nicht erkennt, dass Menschen wie diese recht geleitet sind, dann hast du deinen Maßstab, ist total kaputt. Ja? Wie wir auch einmal gelernt haben, vielleicht haben manche von euch das im Tafsir zu Surat al-Nisa angehört, da geht es auch in einer Aya darum, dass die Kinder Israels aus Medina, die Juden aus Medina, sie wurden gefragt von den polytheistischen Arabern. Die Juden aus Medina werden gefragt von den Mushrik-Leuten aus Mekka. Was meint ihr? Wer ist recht geleiteter? Wir, Mushrik, oder Muhammad und seine Leute? Ja, und wem wird die Frage gestellt? Den Juden, dem Volk der Schrift. Volk der Schrift heißt was? Das heißt, sie haben ein Buch, an dem sie sich orientieren. Sie haben die Tora, in der sie nachlesen können. Und sie wissen, und das steht ja deutlich drin, dass es nur einen Gott gibt. Und das ist der Sinn der ganzen Entsendung aller Propheten, dass sie an einen Gott, dass sie die Menschen zum Dienen eines einzigen Gottes aufrufen sollen. Und genau das macht Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba. Und genau das machen diese Mushrikin aus Mekka nicht. Und sie fragen jetzt die Juden, wer ist recht geleiteter? Wir Mushrik, die wir 360 Götter haben, oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Leute? Und tatsächlich, was sagten die Juden von Medina? Sie sagten, nein, ihr. Ihr seid rechtgeleiteter, ihr Mushrik seid rechtgeleiteter als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses falsche Zeugnis, was sie abgelegt haben, und das ist das Mindeste, was man sagen kann, das ist eine Falschaussage, die sie gemacht haben, weil sie haben ein Buch und sie sollten das die Wahrheit bezeugen. Und sie haben Falsches bezeugt, sie haben gelogen. Allah subhanahu wa ta'ala, mit solchen Menschen diskutiert man nicht. Also jemand, der so eine Falschaussage macht, dein ganzes Buch geht über La ilaha illallah. Dein ganzes Buch geht über La ilaha illallah. Und dann leugnest du das. Allah sagt über die Eier danach, nicht, der wird nicht lange gefackelt, der wird nicht lange diskutiert, weil mit solchen Menschen braucht man nicht mehr diskutieren. Allah sagt, Ulaika alladhina la'anahumullah. Das sind diejenigen Menschen, die Allah verflucht hat. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Und wer von Allah verflucht wird, für den findest du keinen Helfer mehr. Verflucht haben wir gesagt im Arabischen, La'ana bedeutet Ab'ada. Das heißt, er ist weit entfernt von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns immer die Maßstäbe so setzt, wie sie wirklich sind. Und deswegen sagte Allah im Koran, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Das ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Es ist eine Rechtleitung für die Gläubigen, für die Gottesfürchtigen. Das heißt, wenn du dich an diesem Buch orientierst, wenn du gemäß diesem Buch die Maßstäbe setzt, das heißt, du setzt, wer ist gut, wer ist schlecht, guckst im Koran nach, ach so, du erfüllst die Eigenschaften, dann du bist laut Koran gut, dann hast du dich orientiert, geleitet, recht geleitet, orientiert an diesem Koran al-Karim. Wenn du das nicht hast, dann orientierst du dich an irgendwas anderem. An deinem Verstand, mein Verstand, sein Verstand, ihr Verstand. Und jeder hat einen anderen Maßstab. Und jeder sagt, ich finde das, ich finde das so, ich finde das gut, ich finde das reicht nicht. Meine Meinung ist so. Aber jeder geht in die Irre, weil er hat nichts, an dem er sich orientiert. Und deswegen, wenn du dich orientierst an dem, was Allah subhanahu wa ta'ala vorgegeben hat, dann natürlich, du wirst niemals dich irren. Es sei denn, du verstehst es falsch. Aber der Koran ist glasklar, alhamdulillah. Glauben und rechtschaffende Werke tun. Sich Gott ergeben, subhanahu wa ta'ala. Sie sagten, diese da gehen fürwahr in die Irre. Oder anders ausgedrückt heutzutage, sie sagen über die gläubigen Menschen andere Worte. Es geht einfach darum, dass die Maßstäbe verdreht sind.
Die sagen, diese Menschen leben Steinzeitalter, sie sind rückschrittlich oder sie sind nicht modernisiert. Ja? Egal was für Ausdrücke man verwendet. In Wirklichkeit, diese Menschen sind arme Menschen, da sie eines Tages sterben werden, wie jeder andere Mensch auch. Nur wenn sie dann gestorben sind, ist es zu spät für sie, noch einmal den richtigen Weg zurückzufinden. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Dabei waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden. Es ist doch gar nicht ihre Aufgabe gewesen, über die anderen Menschen zu urteilen. Was hat sie denn dazu befähigt, überhaupt über andere Menschen zu sagen, sie sind rechtgeleitet oder die sind irregeleitet? Mit welchem Maßstab handeln sie überhaupt? Haben sie ein Buch, an dem sie sich orientieren? Haben sie ein Buch, das von Allah ist, an dem sie sich orientieren? Nix. Die polytheistischen Araber haben gar nichts gehabt. Die haben einfach nur die Tradition ihrer Vorväter gehabt, sonst gar nichts. Die haben nicht mal jemanden gehabt, der behauptet, ein Prophet zu sein, wie bei den Juden und Christen. Sie haben Bücher, von denen sie behaupten, sie kommen von Gott. Und was auch ursprünglich der Fall war, nachdem sie bevor sie verändert worden sind. Aber die polytheistischen Araber haben gar nichts gehabt. Das heißt, was hat ihnen also das Recht gegeben, über andere Menschen zu urteilen? Überhaupt gar nichts. Dabei waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden. Heute aber lachen diejenigen, die glauben, über die Ungläubigen. Auf überdachten Liegen gelehnt und blicken um sich. Heute, das heißt am Tag der Auferstehung, lachen die gläubigen Menschen über die ungläubigen Menschen, genauso wie die ungläubigen Menschen in diesem Leben über die gläubigen Menschen zu lachen pflegten. Und wie gesagt, auf Arabisch sagt man Al-Jaza'u min jinsil amal, das heißt, der Lohn oder die Bestrafung ist von gleicher Art wie die Tat, die vollbracht worden ist. Du hast damals gelacht, heute wird über dich gelacht. Du warst gütig zu den Menschen, Allah wird zu dir gütig sein. Wie der Prophet sagt, man la yarham, la yurham. Das heißt, wer nicht sich anderen erbarmt, wird auch nicht erbarmt. Irhamu man fil ard, irhamkum man fil sama. Erbarmt euch denjenigen, die auf der Erde leben, so wird sich derjenige, der im Himmel ist, euch erbarmen. Und so weiter und so fort. Es gibt viele zahlreiche Beweise im Koran und der Sunna des Propheten über diese Regel. Qatada ibn Du'ama, rahimahullah, wie gesagt, einer der Imame des Tafsir, aus der Zeit der Tabi'in, er berichtet und sagte, ذُكِرَ لَنَا أَنَّ كَعْبًا كَانَ يَقُولُ. Uns wurde berichtet, dass Ka'b zu sagen pflegte. Ka'b, auch hier ist gemeint, offensichtlich Ka'b al-Ahbar. Der Ka'b, von dem wir vorhin gesprochen haben, der jüdische Gelehrte, der Muslim geworden ist. إِنَّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ كُوًا. فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى قال تعالى قال الله جل ثناؤه فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسط النار وذكر لنا أنه رأى جماجم القوم تغلي قتادة رحمه الله زبغشت الأزئبة كعب الأحبار dass er Folgendes gesagt hat. Und zwar nimmt er Bezug wieder auf die Ayah in Surat As-Saffat, die Ayah Nummer 55. Er sagte, zwischen dem Paradies und der Hölle gibt es Gucklöcher. Wenn der gläubige Mensch zu einem Feind von ihm schauen möchte, ein Feind, den er in diesem Leben hatte, dann schaut er durch diese Gucklöcher. Allah sagte, und in Bezug auf die Ayah, فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Er schaut selbst hin und sieht ihn mitten im Höllenbrand. Das war aus der Seite 448, Sura 37, Vers 55. Das heißt, inmitten der Hölle. Und uns wurde ebenso erwähnt, dass er, offensichtlich ist mit er, die Person gemeint, in der es ins Wort As-Saffat geht,
über die wir inshallah eines Tages sprechen werden. Uns wurde ebenfalls erwähnt, dass er sah, wie die Schädel der Leute kochten, möge Allah uns davor bewahren, gemeint ist also der Höllenbewohner. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in der letzten Ayah von Surat Al-Mutaffifin: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten? Oder anders ausgedrückt, diese Frage ist eine rhetorische Frage. Selbstverständlich sind die Ungläubigen belohnt, im zynischen Sinne, in Wirklichkeit bestraft worden, für das, das war ihr Lohn, für das, was sie zu tun pflegten in diesem Leben. Und guckt mal, wie souverän Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Denn egal, was die Menschen machen, egal, was die Menschen sagen, das ist der Ausgang. Und Allah spricht hier auch, verwendet die Vergangenheitsform. Wurden die ungläubigen Menschen nicht belohnt, so wie es ihnen eben angedroht worden ist? Das heißt so, als wäre die Sache schon längst beschlossen. Die Sache ist schon längst beschlossen. Ob sie wollen, nicht wollen, für Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen sagt man auch, warum das in der Vergangenheitsform gesprochen worden ist, weil die Sache für Allah subhanahu wa ta'ala ist schon, als wäre sie schon längst geschehen. So sicher ist die Sache. Das heißt, Allah berichtet uns über etwas, was geschehen wird, weil er weiß, dass es genauso geschehen wird, wie er es eben gesagt hat. Und deswegen berichtet er uns auf diese Art und Weise. Und selbstverständlich, die ungläubigen Menschen, sie werden genauso belohnt bzw. bestraft werden, wie Allah es ihnen angedroht hat. Und das ist sicher und beschlossen. Und daran wird niemand irgendetwas ändern können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, für die Allah subhanahu wa ta'ala sicher und beschlossen hat, dass ihr Name und ihre Taten in Illiyin sind, dass sie dort in Illiyin kommen werden und dass ihr Buch der Karten, meine ich, dort aufbewahrt ist. Allahumma amin. In diesen Ayat, liebe Geschwister, können wir zusammenfassend sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die gläubigen Menschen anspornt immer wieder zum Wetteifern. Wetteifern heißt nicht nur einfach zu machen, ja, ich mache meine Gebete und dann faste ich und so die wichtigsten Sachen. Hauptsache, ich bin gerade noch so Muslim. Ich halte mich gerade so an die Säulen der... Nein, Wetteifern heißt, sich Mühe geben, besser zu sein als alle anderen. Das heißt, du willst etwas machen, wovon kein Mensch was erfährt, damit die Umar Qiyam, du kannst sagen, oh Allah, ich habe das gemacht. Davon hat keiner was erfahren und ich gehe davon aus, dass keiner hat es abgeschaut. Ich bin derjenige, der das gemacht, sonst niemand. Wetteifern. Die zweite Sache, die wir grundsätzlich lernen aus diesen Ayat, die wir heute gelernt haben, ist, dass man Geduld haben muss mit den anderen Menschen. Dass man, wenn man auf dem richtigen Weg ist, wenn man ein gläubiger Mensch ist, wird man auf die Probe gestellt werden. Und das ist eine ganz normale Regel Allahs subhanahu wa ta'ala. Auf Arabisch sagt man eine Sunnah von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt eine Regel, die er hat die Menschen so erschaffen. Er hat es so bestimmt, dass die gläubigen Menschen von den ungläubigen Menschen auf die Probe gestellt werden. Das heißt, Allah prüft die einen durch die anderen. Deswegen, wenn du geprüft wirst, wenn du von Allah auf die Probe gestellt wirst, ist das nicht ein Zeichen, dass Allah mit dir unzufrieden ist. Im Gegenteil, es ist ein Beweis, dass du auf dem richtigen Weg bist. Denn Allah beschreibt die gläubigen Menschen hier als solche, über die ungläubigen Menschen lachen und spotten. Also wenn das mit dir gemacht wird aufgrund deiner Religion, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist und du wirst dadurch von Allah nur in dem Glauben noch mehr gestärkt. Drittens, wir lernen, es geht nicht um den Zustand, in dem man sich jetzt befindet. Jetzt kann sein, du befindest dich in Erniedrigung. Was das Verhältnis zwischen dir und deiner Umwelt angeht, aber ansonsten in deinem Herzen, du bist nicht erniedrigt, außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Es geht nicht um den Zustand, in dem du dich jetzt befindest. Es geht nicht um den Ist-Zustand. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wie es uns jetzt im Moment geht, ist kein Beweis
für die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit unseres Schöpfers uns gegenüber. Überhaupt nicht. Es kann sein, muss aber nicht sein. Insofern ist es also kein Beweis. Wenn es sein kann, nicht sein kann, dann kann man es nicht als Beweis benutzen. Sondern es geht, oder was ist ein Beweis? Indem du dich siehst in den Ayat, wo Allah die Gläubigen beschreibt. Wenn du die Ayat siehst, wo Allah die Gläubigen beschreibt, und du siehst die Eigenschaften, die hast du, dann weißt du mit Gewissheit, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es geht nicht um den Ist-Zustand, sondern es geht um das Endergebnis. Es geht um das Endergebnis. Es kann passieren, dass ein gläubiger Mensch sogar für seinen Glauben getötet wird. Kann passieren. Das heißt, was Schlimmeres kann ihm eigentlich gar nicht passieren. Sein Leben wird ihm genommen. In diesem Leben. Aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist, was am Ende mit ihm passiert. Deswegen darf der gläubige Mensch nicht traurig sein, wenn er sich in einer schlechten Lage befindet, was sein Diesseits angeht. Aber sehr wohl soll er traurig sein, wenn es sich in einer schlechten Anlage befindet, was sein Iman angeht in diesem Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.